Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo. Und zwar habe ich jetzt eine PS1 bekommen, gekauft, mit einem kleinen Spielepaket. Und dabei ist mir Folgendes aufgefallen. Jetzt sehe ich noch die Trümmer von den letzten Lasern. Und es ist eigentlich gut, denn die brauche ich jetzt auch als Teilspender. Und zwar ist mir aufgefallen, dass dieser Schlitten hier sich einfach so bewegt. Und das, obwohl der Motor noch drin ist. Und da habe ich die Abdeckung abgenommen und gesehen, hey, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt jetzt hier. Hier von diesem Zahnrad, dem unteren, fehlen drei Zähne. Und dadurch kann sich das obere frei drehen, weil sich das mittlere nicht mehr mitdreht. Und ich dachte, gut, das muss ich doch irgendwie reparieren lassen. Und es ist eigentlich ganz einfach. Das Schwierigste ist der erste Part. Ich habe das hier bei dem hier schon gemacht. Da habe ich mir jetzt die Teile abgebaut. Hier ist das obere sozusagen. Und hier das mittlere, das ich brauche. Und zwar ist hier auf der Rückseite. Hier seht ihr diesen kleinen Splint. Wenn ihr vorsichtig reindrückt, könnt ihr das oberste Zahnrad rausschnipsen und dann könnt ihr die drunter rausnehmen. Ich werde jetzt das rausschnipsen, mir dann das Defekte rausnehmen, das Ganze reinstecken und dann kann ich testen, ob der Laser noch funktioniert. Denn so kann ich sie ja nicht ausprobieren. Und es wäre ja schade, wenn sie kaputt wäre. So, dann gehen wir mal ans Werk. Mal gucken, ob ich das jetzt hier live hinbekomme. Okay. Wenn das nichts wird, dann will ich das rausschneiden, mal gucken. Dann ist mir ja nicht ewig beim vor mich hin knibbeln zusehen. Ist auch schon ziemlich ausgetrocknet hier. Mal vorsichtig mit der Zange rangehen. Vielleicht bringt es das. Bei dem anderen ging es ganz gut. Und dann kam es mit einmal geschnitten. Jetzt kam es. So, klack. Jetzt hebeln wir das vorsichtig nach oben raus. Das oberste. So, da ist es. So, und das zweite, das kann man jetzt einfach abnehmen. So, beim Wiedereinsetzen ist jetzt wichtig, dass die Zähne alle sauber ineinander greifen. Wir tun also dann ein intaktes Zahnrad rein. Gucken, dass das hier in das andere reingreift. Das tut es, das sieht gut aus. Mal gucken, ich nehme es nochmal raus, ob bei dem anderen die Zähne auch alle ganz sind. Denn ich weiß nicht, ob das vorher schon so war oder ob das mir passiert ist. Sie ist mir auch runtergefallen. Die lag ein bisschen ungünstig, ihr wisst selber, mit Platz ist immer so eine Sache. Und bups, fiel sie vom Tisch. Aber eigentlich brechen da die Zähne nicht weg, das ist mir noch nie passiert. Also ich denke mal, die hat vorher schon einen weg gehabt. Mal gucken, so. Hat eingegriffen. Das obere wieder drauf. Und jetzt ist Vorsicht angesagt. Die Zähne greifen sauber ineinander. Und vor allen Dingen bei dem unteren hier, müsst ihr genau gucken, was zwischen die Zähne kommt. Klack! Und da ist es drin. So, und jetzt dreht da auch nichts mehr. So ist schön. So ist schön. Gut, jetzt werde ich die Blende wieder drauf machen und dann werde ich oben testen und dann werden wir weitersehen. So, das lege ich hier wieder ein. Na, komm her. Komm her. So, du musst hier rein. Dann muss ja die Abdeckung wieder drauf. Komm her. Ich denke, ich werde dann hier einen Schnitt machen. Und dann werde ich euch das Testen zeigen. Ihr seht, ich schiebe das vorsichtig wieder drunter her. Klack, klack. Dann kann ich die beiden Clipser einhängen. Einmal und zweimal. So. Na, hier hat noch nicht gegriffen. Zack. Und ja, hier ist noch nicht fest, weil ich ja vorne noch nicht festgeschraubt habe. Das werden wir jetzt tun. Einmal
Einmal. So, nochmal Laser putzen und dann ist Ausprobieren angesagt. Ansonsten sieht die nämlich noch sehr gut aus. Bisschen ärgerlich gewesen jetzt hier. Aber war ja dann doch schneller gemacht als gedacht. Falls ihr das Problem mal habt, ist nicht schwer. Das oberste Zahnrad runterzuholen ist die größte Schwierigkeit. Den Rest könnt ihr dann einfach runternehmen. Ich hoffe, das konnte jemandem weiterhelfen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Ihr seht, schön hält er. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.